dieser Film hat daher eine ganz große Bedeutung. Der Film hat eine Bedeutung, dass man sich dessen bewusst wird auch, wie gefährlich es ist, wenn eine Gesellschaft, die noch einen jungen Nationalismus hat, und das ist bitte auch in Österreich der Fall gewesen, Österreich hat ja kein langes Nationalgefühl. Das ist ja auch, hat auch erst begonnen, in der Zwischenkriegszeit sich zu regen, noch sehr stark unter dem Druck der Deutschen, und dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist Österreich praktisch als Nation, wirklich wie sie heute ist, entstanden. Österreich findet sich daher in guter Gesellschaft mit jenen, die auch erst nach einer schwierigen Zeit, nach dem Ersten Weltkrieg, erst nach dem Ende des Kommunismus, dann wirklich ihre nationale Identität und Unabhängigkeit wiederfinden können. Das spielt natürlich eine große Rolle, dann in dieser Phase auch die negativen Seiten der Vergangenheit, denen ins Auge zu sehen. Und das hat in Österreich sehr, sehr lange gebraucht. Und das, glaube ich, dem kann man nichts entgegenhalten.